Willkommen zurück bei Trials and Tribulations. Wir haben gerade eine Odyssee mit einem alten Mann hinter uns im Gerichtssaal, bei der Dankeschön, Tom. bei der diverse Dinge herausgekommen sind, zum Beispiel, dass Glenn Elk das Opfer scheinbar ein geplatztes Trommelfell hatte, dann trotzdem auf der Seite sein Funkgerät drin hatte, aber dass er irgendwie nicht stimmen kann, aber das war zumindest die Aussage vom alten Mann. Und auch diese zerbrochene Vase kam auch noch ins Spiel und das haben wir jetzt auch in unserer Gerichtsakte. Aber wir müssen noch weiter ermitteln, denn der Richter meinte, er kann noch kein Urteil fällen, basierend auf den Informationen. Ja. Und da müssen wir die Informationslage ein bisschen erweitern und das haben wir jetzt vor in dieser neuen Folge. Ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Weil so richtig, also ne, wir haben jetzt erstmal nur ausgeschlossen, so das Urteil davor kann nicht auf den Fakten so basieren. Aber naja, also irgendwas mit der 1/2 Million Schulden vom Chef, denke ich, ist, da sind wir ganz gut dabei. Da wird wahrscheinlich noch was relevant sein von. Man weiß es nicht. So, 7. Januar 1252, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Da waren wir schon mal, da erinnere ich mich dran. Ich glaube, den Ort kenne ich. Und was glaubst du, wie die Verhandlung heute am Morgen gelaufen ist? Oh Gott, ja stimmt, morgen erst. Was für ein Vormittag, oder? Stell dir vor. Ja, wie sie gelaufen ist? Ja, etwas komisch war es ja. Ich hoffe, damit sinken unsere Erfolgschancen nicht. Ja, lief schon etwas aus dem Ruder. Herrn Coudeaus Aussage hat uns nicht weitergeholfen. Remember? Und wir wissen jetzt nicht mal mehr, welche Kellnerin den Kaffee vergiftet hat. Wir wissen nur, was der alte Herr Coudeau gesehen hat. Die Bänder und die Schleife. Und dass das Opfer Ohrhörer getragen hat, obwohl sein Trommelfell geplatzt war. Hat man das nicht hat man gefunden? Gar nicht nochmal zusammenfassen brauchen. In das der haben Tat, sie jetzt das ist, auch gemacht. Ja, ja. Die wissen ganz genau, das ist für Let's Plays produziert hier. Ganz zu schweigen von dem schweren Fall von Widerspruch Hites. Oder halt für unterwegs und eigentlich ja kleinere Spielsession. Widerspruch Hites. Zeit, Doktor zu spielen und selbst ein Heilmittel zu finden. Wow. Ja. Für Maggie brauchen wir unbedingt eins, sonst endet die Anklage Rites noch tödlich. They're having fun. So, was tun wir jetzt? Und ich habe ganz offiziell nicht den blassesten Schimmer, wo wir anfangen sollten. Ja, die geht mir ähnlich. Strengen wir mal die grauen Zellen an. Du zuerst. Ich denke, wir sollten versuchen, irgendwas mit Herrn Coudeaus Aussage anzufangen. Ja, du hast recht. Und wir müssen die Identität der Kellnerin und des Opfers klären. Irgendwie glaube ich, dass der Schlüssel zu diesem Fall im Trébien zu finden ist. Mutige Aussage, aber ja. Also gut, dann lass uns nochmal dahin gehen. Oh, und wir sollten auf dem Weg noch bei Maggie vorbeischauen. Ja. Okay, irgendeine Idee? Ehrlich gesagt, ja. Ich habe über Xin Iob, ach ja, richtig, Xin Iob nachgedacht. Du weißt schon, wie er so ist und so. Oh, ja, den Kerl hatte ich schon fast wieder vergessen. Ist uns denn schon mal begegnet? Richtig. Ah, ja. Mach dich so fertig, dass du glaubst, dass du ihn schnell zu küsst. Phoenix Wright? Du willst Phoenix Wright sein? Ich bin Phoenix Wright, der einzig wahre. Es ist so absurd, wenn eine Spielserie es schafft, dass ich ganz kurz wirklich drüber nachdenke, was ist, wenn der aus der Zukunft kommt. Zudem wird Phoenix. Ja. Inzwischen habe ich ein wenig mehr über meinen Doppelgänger in Erfahrung gebracht. Ist das so? Was? Echt? Was hast du rausgefunden? Naja, Maya hat ja im Restaurant gearbeitet, als ich Don Doppelrone traf. Don Doppelrone. Eine dermaßen schlechte Kopie von mir, den sollte ich wegen Diffamierung verklagen. Was soll das Ganze überhaupt? Was hat er davon, sich für mich auszugeben? Dieses Charakterdesign ist hervorragend. Ja, das ist wirklich sehr gut. Ich mag das auch mit dem Hemd und so. Das ist irgendwie. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal in die. Kriminalabteilung können wir erstmal machen. Das finde ich auch gut. 7. Januar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. In der Tat. Gamschuh scheint nicht da zu sein. Das macht nichts, aber irgendetwas stimmt nicht. Es fühlt sich so anders an. Findest du? Ja.
irgendwie scheinen alle nervös zu sein. Was machen Sie? Rufen Sie die Kollegen zur Besprechung schnell! Können Sie den Zentralserver nicht runterfahren? Oh Gott, ein. Oh! It gets new level, der ist ja Hackerman gewesen. Chef? Achso, das ist irgendjemand anders, oder? Chef, hören Sie auf, im Internet rumzuspielen! Oh nein. Aber meine E-Mail-Freundin! 1337 sind Prinzen! Prinzessin. Ja, Prinzessin ist klar. 1337. Lied. Atzen? Atzen? Naja, egal. 13 Atzen. Das ist so geschimmelt. Das hat Zeit, ich fahre ihn runter jetzt! Nein! 13 Atzen, Prinzessin! Prinzessin! Die haben ganz schön viel zu tun hier, hm? Viel zu tun? Ich würde es eher Panik nennen. Irgendetwas ist passiert. Irgendetwas Großes. Können wir... Das sind die Schreibtische der Inspektoren. Alles aus. Auf jedem der Tische stehen Computer und Ordner. Komisch, die sind richtig ordentlich. Die Inspektoren verbringen wohl nicht allzu viel Zeit an ihren Schreibtischen. Okay. Das muss der Chef der Inspektoren hier sein. Er wirkt irgendwie verloren jetzt, da sein Computer ausgeschaltet ist. Nun ja, dann muss ich hier eben einen richtigen Brief schreiben statt einer E-Mail. Zur Abwechslung könnten Sie auch Berichte schreiben, nur so als Vorschlag. Die ganze Polizei. Oh Gott. Liebe 1337A, großes ZNPR-Prinzessin, wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie war die Show? Wow, was für ein toller Job. Vielleicht sollte ich mich auch als Polizeichef bewerben. Also okay, irgendwie ist hier offensichtlich, werden die gerade gehackt. Wäre jetzt mein Verdacht. Also irgendwas passiert hier. Der Chef macht auf jeden Fall gute Arbeit. Macht wie Gamschu. Jetzt weiß ich auch, wie Gamschu seinen Job gekriegt hat. Das stimmt. 7. Januar, Strafanstalt, Besucherraum. Maggie wird wohl immer noch beim Verhör sein. Aber wir müssen sie doch auch verhören. Maggie! Ah ja, lass das. Wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Okay, dann... Jason! John! Dann gehen wir wohl ins Trébien. Trébien. 7. Januar, Trébien. Fermé. Ja, wie immer. Ja, und dabei ist es doch Mittag. Da siehst du es, Renaissance aus. Hey, das klingt nach... Ja, fast. Hab ich die ganze verarscht. Ich kann nämlich auch Französisch. Jacques Cousteau, Baguette, Fromage. Ja. Rue de la Guerre. Sag schon 8, Junge, da los. Ich weiß, dass du es kannst. Er regt sich über irgendwas auf. Ja, Lotto nicht, Mann. Nein, das ist die falsche Zahl. Die 8 hätte mir sowieso nur 5 Volte gebracht. Echte Abzocke. Okay. Hey. Was ist denn los, Inspektor Gamschu? Du bist's. Ja. Ich hab nur Radio gehört, Kleine. Radio? Hey, Inspektor Gamschu ist hier zu Mittag. Tatsächlich. Und zwar das Doppel-T-Menü. Was soll ich sagen? Ja, was soll er sagen? Warum? Und, hat Ihnen das Doppel-T-Menü geschmeckt? Ich habe noch nie zuvor so viel für ein Mittagessen bezahlt. Ich war so aufgeregt, meine Hände haben gezittert. Und, wie hat's Ihnen geschmeckt? Ja, nun, für 20 Mäuse, ich schätze, wie soll ich es beschreiben? Es war interessant. Interessant? Sie meinen, Sie mochten es? Sie fanden es nicht total widerlich? Was ist denn mit ihm? Er denkt nach. Ich habe nach dem richtigen Wort gesucht, um den Geschmack zu beschreiben. Und jetzt habe ich's. Widerlich, das ist es. Es hat widerlich geschmeckt. Ziemlich schwer, sich das einzugestehen, wenn man 20 Mäuse bezahlt, Junge. Und da sagt er was. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Ja. Vielleicht hätte er sich den Preis erst nach dem Essen einsehen sollen.
könnte sein, dass Glenn Elk deswegen hergekommen ist. Vielleicht hat er von dem berühmten Doppel-T-Menü gehört. Glenn Elk, das Opfer. Hm, da kommt mir ein Gedanke. Double-T. Wir wissen nach wie vor kaum etwas über den Mann. True. Warum fragen wir nicht Gumshoe, was er über ihn weiß, wenn er schon mal hier ist? Guter Punkt. Ein Albtraum. Wie soll ich Maggie jetzt nur in die Augen schauen, Junge? Sie haben sie wirklich ziemlich in die Enge getrieben. Du nimmst meine Aussagen doch sonst immer auseinander. Warum denn heute nicht? Tut mir leid, diesmal waren überhaupt keine Unstimmigkeiten drin. Das tut mir leid, diesmal waren keine Unstimmigkeiten. Ja, was war denn los? Jetzt erinnern Ihre Aussagen immer an einen Schweizer Käse. Schweizer Käse? Wäre ihm krümelig wie alter Parmesan lieber gewesen? Hm. Tja, dieser Fall ist bereits entschieden. Es dürfte nichts mehr zu finden sein. Aber der Vergleich passt nicht. Weil wenn ein Schweizer Parmesan krümelig ist, ist das ja ein Zeichen, ist ja ein gutes Zeichen eigentlich, oder? Ich meine, die Eltern, die werden das... Parmesan krümelig ist, meinst du? Ja. Also den krümelt man ja auch nicht so, also ja. Von daher, und löchrig ist ja so deswegen nicht der beste Vergleich. Tom, schlimm. Hä? Und? Hat Marie dir irgendetwas gesagt? Über mich meine ich. Nun, ja, also wie hat sie es nochmal formuliert? Sag sie nicht. Ich kann Inspektor Gamm schon nicht begreifen. Ich hasse diesen Kerl, er soll sich bloß von mir fernhalten. Autsch. Ja, also so in etwa. Bob! Bitte, Inspektor Gumshoe, ich wollte nicht... Warum? Warum muss das immer mir passieren? Er haut seinen Kopf gegen die Wand, Nick. Oh Mann, armer Gumshoe. Ja. Naja, aber wie ist denn mit dem Radio? Worüber haben Sie sich denn vorhin so aufgeregt? Ach so, stimmt, ja. Stimmt, Sie haben ja gesagt, Sie hätten Radio gehört oder so. Das war nix. Ich hab mich nicht aufgeregt. Kommen Sie, Inspektor Gumshoe. Sie können es mir erzählen. Was haben Sie gehört? Nichts wirklich. Also, da war nur die tägliche Fitnessshow. What? Why? Was zum... eine psychische Blockade? Also der Hummer von diesem Spezialmenü, der ist großartig. Miam, miam, miam. Warum haben Sie denn Tränen in den Augen? Ich muss mal Gordon Ramsay ins Tribunal schicken. Oh boy. So, Kannst aber sofort... Ja, ne, ich wollte gerade sagen, ja, dann hat er nichts. So, also... Ne, Moment, ich muss es erst zurückgehen und dann präsentieren. Und jetzt präsentieren. Nimm das! Miam, miam, miam. Ah, das Radio. Gut, Inspektor Gumshoe, sagen Sie mir die Wahrheit. Was haben Sie gehört? Keine Chance, Junge. Du baust das so auf, ich werde kein Wort sagen. Das werden wir ja noch sehen, Junge. Oh. Wenn ich an Ihr Theater denke, als Sie zugehört haben, dann wird schnell klar, was das für eine Sendung war. Lotto. Ja, er hat doch irgendwas mit einer Zahl. Eine 8 hätte mir eh nur so viel Mäuse gemacht. Ich habe recht, nicht wahr? Sie haben sich die Ziehung der Lottozahlen angehört, richtig? Sie haben auf einen genauso großen Gewinn gehofft, wie ihn Glenn Elk hatte. Das ist, als ob du durch mich durchsehen kannst, Junge. Hä, war es das schon? Oh Mann. Darum habe ich auch gesagt, dass es nicht war. Wow. Das kürzeste Cyclock. War es Lotto? Ja! Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Ich habe normalerweise ziemlich viel Glück, darum habe ich es versucht. Was finden die Leute nur an Lotto? Und wie lief's? Ich habe 50 Cent gewonnen. Hey. Aber lieber gewinnen? Nee, lieber gewinne ich gar nichts als den lausigen halben Dollar. Ich war echt sauer. Ja, das Gefühl kenne ich. Ihr habt das gleiche los wie Herr Elk gekauft. Als die Lottozahlen dann verkündet wurden, hatte ich richtig Herzklopfen. Die ganze Ziehung wird live übertragen. Das ist mordspannend, Junge. Also irgendwas mit Hacken. Da kommt noch, also irgendwie, das ist gefaked. Diese halbe Million hat er nicht einfach so gewonnen. Deswegen war er auch so aufgeregt. Da ist
Mats riecht das. Vielleicht hat Elk auch Schulden bei Herrn Dings. Nee, das. Vielleicht hängen die doch noch irgendwie zusammen. Nee. Oder doch? Ich wette, als Glenn getötet wurde, hat er das auch gehört. Wie spät ist das jetzt? es ist kurz nach 13:30. Werden die Lottozahlen immer zur gleichen Zeit verkündet? Ja. Als ich dann losgekauft habe, bekam ich diesen Flyer. Erleben Sie die spannendsten 10 Minuten Ihres Lebens. Jeden Montag um 13.30 Uhr. Radiomillionär. 10 Minuten lang. Also bis 13.40 läuft diese Sendung, ja? Und er ist aber dann schon tot gewesen. 14 Uhr noch was war die... Ja? Zwischen 13.30 und 14.30 war, glaube ich, nee. Der Todeszeitpunkt. Nee. Doch, guck mal in die Gerichtsakte. Ja. Radiomillionär, warte mal ganz kurz. Doch, hast recht. Okay, ja, dann passt. Klingt cool. Ich will das mal ausprobieren, Nick. Dann kauf ein Los, Meier, von deinem eigenen Geld. So. So, du kannst ihm mal das Profil von Glenn Elk präsentieren. Ach so, weil wir von ihm wissen wollen, ob er noch was weiß. Ach so, nee, ich bin ja falsch. Das passiert uns aber jedes Mal, weil es halt unintuitiv ist. Ja, weil es da so versteckt ist. So, hier präsentieren. Dieser Typ, der war ein echtes Programmiergenie. An seiner Arbeitsstelle wurde er der lebende Computer genannt. Der lebende Computer? Und was ist passiert, wenn er abgestürzt ist? Hat er sich da nicht mehr bewegt? Naja, er ist tot. Er war kein echter Computer, Maya. Jedenfalls war da nichts zwischen Maggie und dem Opfer. Ja, das haben wir gestern auch rausgefunden. Hey, Inspektor Gamschuh, haben Sie nicht ein paar erfreulichere Informationen? Erfreulicher? Ich hab's. Wart ihr schon bei Elks Arbeitgeber? Dann solltet ihr mal vorbeischauen. Geil. Endlich mal. Bei seinem Arbeitgeber? Wo hat er denn gearbeitet? Ist eine Computerfirma namens Blue Screens Inc. oder so ähnlich. Das ist lustig. Blue Screens. Klingt nach einem soliden Unternehmen. Das könnte interessant werden, Nick. Los! Computer sind nicht so mein Fall, Meier. Das wird schon werden. Ich kenne mich mit dem Zeug bestens aus. Das wage ich zu bezweifeln. An dieser Kreuzung ist hier um die Ecke. Seht da mal vorbei. Eine Computerfirma namens Blue Screens Incorporated. Okay. Dann kann man dazu noch was sagen? Nee, dann dahin, wa? Gehen wir mal dahin. Nice. Oh mein. 7. Januar, Blue Screens Inc. Das sind ja Lottoscheine, wa? Das sieht ja toll aus. Ein Schlafsack. Wow, so viel Hightech. Man kann hier die Elektrizität schon fast greifen. Das ist eine Computerfirma, Maya. Die können ohne Elektrizität nicht arbeiten. Wer seid ihr? Oh, wow, weil es Nerd ist. Na gut. Ach nee, sehr anders. Cool, also ich dachte, es kommt einer von denen. Hab ich mir gerade anders vorgestellt. Du kannst, mach doch. Hallo. Tut mir leid, Zutritt nur für Befugte. Sie hat's auch so in den ganzen Krabbe, ja. Das ist ein Softwarelabor. Labor. Hier drin gibt es viel zu viele Geschäftsgeheimnisse, die verraten werden könnten. Wow, was sind denn das für Geheimnisse? Alles, was du hier siehst, ist geheim. Keine Informationen dürfen das Gebäude verlassen. Verstanden. Wie ist diese Frau? Die könnte gut ein Roboter aus irgendeinem Film sein. Ich heiße Lisa Basil. Auch wieder vorwärts und rückwärts. Also fast. Lisa? Ja, nee, doch, tatsächlich. Ist komplett, ja. Wie Glenn Elk. Vielleicht ist das Voraussetzung, wenn man hier arbeitet. Ich bin die Firmenchefin. Chefin? Sie ist ein Mensch. Die wirkt wie ferngesteuert. Und das Ding da vor ihrem Auge? Hatte Glenn Elk nicht auch so ein Gerät? Das ist ein DMH, oder? Fast, aber nicht ganz, Maya. Das ist ein HMD. Ja. Alle meine Programmierer hier bei Blue Screens Inc. tragen HMDs. Schreiben Sie denn auch Programme? Nein, ich trage es nur zum Spaß. Aha. Die sind verdammt cool. Ich hätte ja auch gern eins.
Okay. Dass diese Beleuchtung auch ja, so runtergeht, das ist nämlich gerade total in einem. So, wir gucken uns erstmal so die auffälligsten Sachen an, nicht wahr? Wow, sieh dir das Chaos an. Sieht aus wie Wettscheine. Ja, die versuchen zu betrügen, ne? Was für Wettscheine? Um darauf zu wetten, welches Pferd ein Rennen gewinnt. Pferderennwettscheine. Oh, wow. Seine Schubladen quellen richtig über. Sieht allerdings aus, als hätte er sämtliche Wetten verloren. Gren-Eggs alte Pferderennwettscheine. Was für ein Wort. Mhm. Pferderennwettscheine. Aufgesammelt. Es gibt mehr als 500 davon. Alter. Und? Was hoffst du für all die Scheine zu kriegen? Ein Dollar im Recycling-Center? Du bist ein hoffnungsloser Fall, Nick. Ist dir das klar? Ich nehme die nur als Beweismittel mit, Maya. Okay, offensichtlich. Der Kalender. Pendele. Wow, guck dir bloß den Schreibtisch an, Nick. Was für eine Unordnung. Scheint mir recht normal. Aber mit all dem Zeug auf dem Tisch kann man doch nicht arbeiten. Meinst du? Echten Überfliegern macht das nichts aus. Sie will mir sagen, dass ich meinen Schreibtisch besser aufräumen soll. Ich räume auf, sobald Maya mit den blöden Fragen aufhört. Bleibt also noch viel Zeit. Hey, der Kalender. Was ist damit? Wenn du damit wieder aufs Aufräumen anspielst, vergiss es. Jemand hat den 3. Dezember rot markiert. Ah. Ist er da gestorben? Man weiß nicht. Genau so war das jetzt nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr, welches Datum da war. Januar sind wir doch schon. Am 3. Dezember, das ist der Tag, an dem Herr Elke ermordet wurde. Ja, naja, also es war. Ich würde nachträglich. Noch etwas? Ja, da steht Treffen mit dem Teaser. Das ist der mit dem Hemd da. Dem Tiger? Glenns Kalender zu Gerichtsakt hinzugefügt. Er gönnt dem Keyboard keine Pause, was? Wow, ich wette, dafür steht dann auch das Pro im Programmierer, hm? Ich sollte mich nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen. Ich muss weiter an mir arbeiten. Ja, eine gute Idee. Vielleicht sollte ich bei dem alten Körny in die Lehre gehen. Was mit deiner Ausbildung zum Medium? Was war denn der Körny hier? Ja, der Körny. Hey, guck mal, Nick, ein Supercomputer. Sieht ganz schön schlau aus, oder? Computer sind immer nur so schlau wie die Menschen, die sie bedienen, Maya. Das erklärt, warum wir den Computer im Büro nie benutzen. Du arbeitest da auch, Maya. Ja, aber immerhin bin ich... Bitte, streitet euch nicht über etwas derart Triviales. Sonst lacht der Computer euch noch aus. Sie hat gesagt, sie will uns auslachen, Nick. Sie ist ein Mensch, Maya, kein Computer. Okay. Wild. Oh. Diese Säulen scheinen sich fast zu bewegen. Irgendwie beunruhigend. Nee, die sehen bloß etwas verdreht oder verzerrt aus. Oder wie heißt das nochmal? Dieses Büro wurde im Sinne des Futurismus entworfen. Futurismus? Ja, wir haben versucht, uns vorzustellen, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Es besänftigt und beruhigt die Seele. Ah ja. Ah ja. Den zweiten Blick hast du recht, Nick. Der Ort ist wirklich beunruhigend. Wild. Wild, wild, wild. Okay, dann hallo. Okay, was genau macht diese Firma? Ich versuche mal, es möglichst einfach auszudrücken, damit du es auch verstehst. Jetzt bin ich gespannt. Wir analysieren Datenbankverwaltungssysteme für bestimmte Industriezweige und liefern optimierte Betriebssysteme sowie Source-Level-Komponenten. Ja. Hä? Ab analysieren habe ich nichts mehr verstanden. Auch egal, sie analysieren Zeug, so viel hast du kapiert, oder? Die Software, die wir herstellen, wird auf CDs vertrieben. Ja? Wir wissen, eine CD, ne, und so weiter und so fort. Ja, was wird da drauf gewesen sein? Wahrscheinlich haben die eben an so einem Lotto-Programm gearbeitet. Und das, vielleicht sollte das für 100.000 verkauft werden. Ich mag diese Geste sehr. Bum, bum, bum. Bei 500.000 knallt's.
MC-Bomber, 100.000. Explosion. Hat man gesehen, dass da irgendwie eine Disc? Ich meine, irgendeine Disc kam mir, also es kam auf jeden Fall vor. Die war auch weg. Nee, die wurde gar nicht gefunden. Wo haben wir das denn mit der Disc her? Ich erinnere mich an irgendeine Disc. Disc. Ja, ich glaube, in den Beweisen haben wir nichts davon. Wo haben wir das denn gesehen? Irgendwer hat das gesagt, das weiß ich noch. Ganz am Anfang. Da hat Maya nämlich auch drauf reagiert. Ist das, was ich vergessen habe? Wahrscheinlich, nee, das ne? Das ist nicht das, was ich meinte. Ach so, aber das hast du auch vergessen. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es war aus einer der, vielleicht war es aus Maggies Aussage oder so. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Das stimmt, das kann sein, dass Maggie das gesagt hat. Die hat das da auf dem Tisch liegen gesehen. Ja, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Aber, ja, okay, also na, deswegen muss ich da so dran denken. CDs! Ja, Compact Discs. Digitale optische Speichermedien. Na klar. CDs werden ja sowohl für Software als auch für Musik benutzt. Ja, 2004, das war noch wild. Dies ist eine kleine Firma, aber meine Programmierer sind alle erstklassig. Fragen wir einen von ihnen doch mal, was sie tun. Entschuldigung, woran arbeiten Sie gerade? Naja, ich untersuche die Wirkung des Timestreams auf der melodischen Zugang der globalen Variationen, die Programmstruktur, der starke Einfluss auf Reaktion, der Performance und die Unabhängigkeit von Speicher im Daten globalen Varianten maßgeblich für den Erfolg der Anwendung. Nun, das sollte genügen. Mit sowas beschäftigen wir uns. Ja. Nur weil er ein Nerd ist. Ja, in der Tat. Konnten die Herrschaften dem folgen? Ja. Der Meeresgrinsen spricht eher fürs Gegenteil, Maya. Ja. Okay, die analysieren. Sie wissen, was passiert ist, nicht wahr, Frau Basil? Du meinst, dass Glenn vergiftet wurde? Ja, das weiß ich. Schrecklich. Ich habe kurz schade gelesen. Schade. Das wäre können Sie uns irgendwas erzählen, das uns vielleicht weiterhilft? Ich glaube kaum. Vorhin war auch schon ein Polizist hier. Aber dem konnte ich auch nichts erzählen, denn... Geheimnis. Die Kellnerin, die die Tat begangen hat, hat nichts mit Bluescreens Incorporated zu tun. Oh. Was ist mit Herrn Elks Tisch? Haben Sie den inzwischen schon aufgeräumt? Nein, noch nicht. Das ist der da, genau vor deiner Nase. Solltest du irgendwas davon gebrauchen können, nimm's ruhig mit. Ja, aber schön, Geheimnisse, ja. Die Erlaubnis bekommen. Irgendwo hier ist bestimmt ein Hinweis versteckt. So, da können wir doch bestimmt nochmal was präsentieren. Ja. Soll ich dir sagen was? Ich präsentiere erstmal ganz kurz die Arzneitype des Opfers, das Interesse mit dem Spieler, wenn du das weißt. Würden Sie bitte hier mal einen Blick drauf werfen? Tut mir leid, diese Daten sind Super Admin Restricted Desktop Access Passwort geschützt. Super Admin Restricted Desktop Access Passwort geschützt? Was? Ist doch Wahnsinn! Nein, Maya, das ist Sparda. Ohne das richtige Passwort sagt sie uns gar nichts. Ein Passwort, hm? Sesam! Wenn sie Sesam ist, dann muss es der Mädchenname ihrer Mutter sein, wie immer. Ein Passwort ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn es immer das gleiche ist, Maya. Sie scheinen nicht darüber reden zu wollen. Vielleicht sollten wir uns auf die Fragen über Glenn L. konzentrieren. Was meinst du? Ja, okay. Ich hätte ja sein können. Das heißt, wir können jetzt hier das Profil einfach mal präsentieren. Genau. Was Herrn Elk angeht. Er ist tot. Er war ein herausragender Programmierer. Ich würde ihn sogar als Genie bezeichnen. Aber er litt unter ein, zwei Persönlichkeitsstörungen. Ein, zwei Persönlichkeitsstörungen? Welche denn? Bugs, könnte man sagen. Er war ein Verlierer. Das beschreibt es wohl am besten. Wow. Das hat ihn in Schwierigkeiten gebracht. Was ist? Er war ein herausragender Programmierer. Ich würde ihn sogar als Genie bezeichnen. Er hat also wirklich überhaupt keine Probleme gemacht. Ein echter Musterarbeiter. Hey, Moment mal. Sie sagten gerade, er hätte in Schwierigkeiten gesteckt. Wir müssen unbedingt herausfinden, was das für Schwierigkeiten waren. In der Tat. Jetzt hast du einen neuen Talking Point. Nice.
Was Herrn Elk angeht, hatte er irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Entschuldigung, wie kommst du darauf? Ich dachte, Sie hätten gerade sowas erzählt. Sie sagten doch, er hätte sich in Schwierigkeiten gebracht, weil er ein Verlierer sei. Okay, ich habe gerade gedacht. Okay. Nach Gamschuh bin ich sehr optimistisch. Eine psychische Blockade. Ist quasi wirklich passwortgeschützt. Oh. Ich denke, Elk wird schon so seine Geheimnisse gehabt haben, wie jeder andere auch. So. Die können wir aber noch nicht brechen. Oh no. Brechen. Okay, präsentieren, weiß ich nicht, ob das dann noch irgendwas bringt. Wahrscheinlich nichts, dann haben wir nichts mehr da. Nope. Hier sind wir erstmal. Wir haben auch gar nicht den Doppelgänger als. Was steht denn bei ihr da? Chefin von Blue Screens und Glenn Eggs Boss. Definitiv kein Roboter. Okay. Wild. Können wir hier noch reden? Nee. Aber er war ja da angeblich, ne? Da? Ja, bei denen. Achso, ob er sie kennt? Ja. Oh, diese Dame ist die Chefin von Blue Screen Incorporated, Junge. Ja, sie ist sauber und hat nichts zu vermerken. Irgendwie kommt sie mir wie eine Puppe vor. Ja, auf gute und auf schlechte Weise. Man könnte fast meinen, sie verbirgt etwas. Hint, hint. Okay. Wir haben jetzt ja noch diese. Also, 3.12. Treffen mit dem Tiger. Wahrscheinlich können wir jetzt hier nochmal rausgehen auf den Spielplatz. Kannst du nochmal. Ja, genau. Geh nochmal auf Bewegen. Und hier ist 500. Weil es gab ja hier eigentlich mehr Orte. Ja, hier ist ja noch der Vitaminplatz. Küche und Vitaminplatz. Guck erstmal Vitaminplatz. Einfach, weil ich die Burps mag. Ich kann Herrn Kutu nirgendwo sehen. Und du? Vielleicht besorgt er gerade noch ein paar Tonnen Körner. Ich hatte sowieso gehofft, dass er nicht hier wäre. Wenigstens vorerst nicht. Noch mehr Körner heute und ich werde noch zu einem echten Phönix. Wow. Schön. Hier können wir auch nichts neu machen. Der steht immer noch hier. Hey, sieh dir den mal an. An deiner Stelle würde ich nicht so nah hingehen. Es könnte dich jemand schocken. Mein Doppelgänger könnte hier irgendwo lauern. In der Erdbeere oder in dem Apfel. Ich war im Apfel. Stell dir nur vor, ein Tiger läuft frei durch die Stadt. Wie man auch gerade so ein Rohr gehört hat. In der Zwischenzeit irrt der echte Phönix wie ein Küken durch den Großstadtdschungel. Oh. Hä? Keine Sorge, eines Tages wird auch du mal ein wilder Tiger sein, glaube ich fest rein. Warum versucht sie mich zu ermuntern, wie mein Doppelgänger zu werden? Zwitscher. Hey, guck mal, Tauben. Ja, ein ganzer Haufen. Ein Rudel. Wusstest du, dass Tauben ein Symbol für den Frieden sind? Das hat man schon. Ja. Das ist eine weiße Taube, nicht solche wie die hier. Arme Viecher. Nur weil sie grau sind, können sie kein Symbol für Friedensharmonie sein. Blabla. Okay, alles klar. Gut, dann ist hier nichts weiter. Dann müssen wir zurück in den in die Küche, würde ich sagen. Da waren wir zumindest noch nicht. Jetzt noch nicht, ne. 7. Januar, Trébien, Küche. Hä? Herr Armstrong unterhält sich mit jemandem. Ach, da ist die wieder. Das hast du die haben vergessen. Wir ja schon mal gesehen. Warte mal, wo war die denn? Das hast du im Park? Nein, sie war im Trébien. Im Trébien? War einmal ganz kurz. Ganz kurz, und die habe ich wirklich vergessen. Stimmt. Nächsten Monat komme ich wieder. Die war einmal ganz kurz da, du hast recht, ja. Ui, natürlich, ich werde auf sie warten. Wenn du es bis dahin nicht hast, könnte es hier ein wenig heiß werden. No, ich werde alles haben, das verspreche ich. Ich liebe Feuer, weißt du, ich liebe, wie es knackt. Oh, aufhören, ich verliere die Hand. Wie viele Blüten hat diese Rose? Ja. Dann enttäusch mich nicht. Ich behalte dich im Auge. Okay. Mein No, das muss nicht sein. Sie können mir vertrauen, Mademoiselle. Ein Wort zu irgendwem. Ich ramm dir ein Messer direkt ins Herz.
Der Subtext. Meine Güte. Jetzt und gerade mit dem Feuer, das war ja noch eine indirekte Anspielung. Dann bring ich dich um. Oh no, keine Sorge, sie machen sich viel zu viele Sorgen. Vielleicht hilft ihnen das hier zu entspannen. Ich sandel als er. Ich mag rohes Fleisch. Hin und wieder. Tom! oh boy. Ich werde jetzt gehen. Also dann, bis bald. Ich sichere wie ein Spinnlaub. Ich muss mich schnell mit dem Öl einreiben, bevor ich völlig zusammenbreche. Hier, oh, wie, oui, oui. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, la la, excuse-moi, monsieur. Ja, 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 we get the joke. Deine Augen, wenn deine Augen Probleme machen, brauchst du das, ihre Sandel und Öl. Das ist ja wie Aderlass. Schnupfen, Aderlass. Ist das nicht der Rest von dem, was sie gerade benutzt haben? So, an der Stelle machen wir eine kleine Pause. Ja, ich merke auch gerade, wie meine Stimme blutig wird. Geht's beim nächsten Mal weiter mit Herrn Armstrong. Und da haben wir gerade... Ja, die habe ich wirklich komplett, weil sie auch, genau, finde ich, optisch... Sie war auch nur wirklich ganz kurz da. Die passt optisch nicht rein. Überhaupt nicht. Also ich vom Design her finde ich die mega weird. Findest du? Ich finde die mega weird. Also sie soll ja auch weird wirken. Aber sie sieht halt so aus, als wäre sie aus einer völlig anderen Dimension in diese Welt geportet worden. Aber ich, also... Okay, I guess. Aber dann wird der Armstrong wird ja offensichtlich auch erpresst. Also das war gerade sehr eindeutiges Drohen von... Ja, eindeutiger geht es tatsächlich gar nicht. Einmal Brandanschlag und einmal Mord. Dann sollte er wahrscheinlich... Na gut, ich meine, da hätten wir jetzt jemand potenziell, der in der Verkleidung gewesen ist, der den Mord begangen hat. Und dann sollte der Herr Armstrong wahrscheinlich diese 500.000, dieses Los klauen. Er hat das Falsche genommen und jetzt steckt er so ein bisschen in der Bredouille. Und Glenn Elk hat scheinbar seine Vergangenheit als Verlierer. Ja. Über die wir noch mehr erfahren. Ja. Haben. Und wir hatten das auch, wo war denn das mit dem, dann wird der Tiger gerufen. War das auch dort? Ja, ne? Das war Treffen mit dem Tiger. Treffen mit dem Tiger, Treffen mit genau. Dem Tiger. Das haben wir da noch gefunden. Dann hängen die beiden wahrscheinlich zusammen, der Tiger und sie. Sie? Ja, finde ich, die passen gerade ganz gut zusammen. Sie meinte ja auch, sie muss nur mit einem reden und dann... Mats, es wird spannend. Hier geht auch was mit den rechten Dingen nicht zu. Das ist spannend. patreon.com/zd.de/schuckt und superkreuzburg.de. Würde uns freuen, wenn ihr uns besucht und unterstützt. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Phoenix Wright. Mysteriös. Da steckt noch mehr dahinter, Tom. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber da, ich glaube, also da... Ja. Aber so langsam merkt man wieder, falls sich so ein bisschen auftut. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Aber wie ich die wirklich komplett vergessen habe, weil die einmal nur so ganz kurz da war, stimmt, die habe ich wirklich komplett vergessen. Aber ist auch komplett... Also du sollst sie ja jetzt nicht komplett im Hinterkopf behalten. Sie sagen sie dir da einmal und dann ist sie total irrelevant die ganze Zeit. Mhm. Aber weißt du, warum ich gesagt habe an der einen Stelle, dass du... Weil ich überlegt habe, wer... quasi in dieser Verkleidung hätte stecken können, die Kellnerin sein können. Ja. Weil er hat sie halt nur von hinten gesehen. Und dass sie so einen Verband am Kopf hat, ist auch nochmal interessant. Ja. Also, da wissen wir noch gar nichts mit anzufangen. Nun gut. Und wir haben auch noch keinen Namen gerade bekommen. Das war ja wirklich ja, nur Fragezeichen. Okay, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.